Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, was ich machen könnte. Ich befürchte, ich werde etwas sehr Dummes tun. Mir hat einmal ein befreundeter Slammer erklärt, der Unterschied zwischen österreichischem und deutschem Publikum ist, dass das österreichische Publikum keine Schmerzgrenze hat. Ich hoffe einmal, das trifft auf euch nicht zu, denn sonst haben wir ein Problem. In dem folgenden Text geht es nämlich um das Folgende. Es gibt einen jährlichen literarischen Wettbewerb, der jedes Jahr ausgetragen wird, in dem wird die schlechteste Sexszene der Literatur eines Jahres prämiert. Ich habe davon gelesen und dann habe ich gedacht, gut, da kennst du dich aus. Und habe in einer Folge eine Einreichung für diesen Preis geschrieben, so einen erotischen Groschenroman-Text im Bergsteigermilieu. Ich komme aus Tirol, also so ein Alpin-Porno. Und hiermit möchte ich also diese Oper entweihen. Der Text heißt Die Erstbesteigung. Die Sonne verschwand langsam hinter dem Bergkamm und bedeutungsschwanger ragte die Dartinger Spitz aus dem Meer der Finsternis. Urbans Blick hing an dem schroffen Stein und er dachte trotzig an das Kreuz, das auf diesem Gipfel errichten würde. Eine Nacht nur in der Schenke und dann mit frischem Mut hinauf auf die Spitz. Im Dunkel des Waldes erkannte er endlich das Licht der Herberge. Urban stieß die Pforte auf wie ein schweres Essen. Die Taverne war wie aufgestorben. Müde zwängte er sich hinter einen Tisch und schrie nach dem Wirt. Wirt, rief Urban, Essen und ein Bier. Er hörte, wie sich die Tür zur Küche öffnete, sah hoch und sah sie. Das Wiedererkennen brannte ihm durch die Glieder und er sah, wie auch in ihren Augen das Feuer sich fortsetzte und zu lodern begann. Die Tochter des Wirts, die Dartinger Mitz. Noch im Jahr zuvor war sie ein Kind gewesen, doch nun blühten unter ihrem zartrunden Kinn die zartblassen Blumen gebürtiger Weiblichkeit. Und wenn solche Täler in nur einem Jahr entstehen konnten, dachte Urban, konnte wohl auch Gott in 7 Tagen eine Erde erschaffen. Du bist wieder da, sagte sie, während die Aufregung ihre Brust beben ließ und Urban vor ihren Abhängen zum ersten Mal Höhenangst verspürte. Ja, ich bin wieder da, sagte er. Willst du wieder auf wie? Fragte sie ihn besorgt. Und Urban sagte, ja, ich muss. Wir reden übrigens wirklich so. Besorgt verschwand die Unterlippe hinter dem strahlenden Weiß ihrer zierlichen Zähne. Habst du denn ein Zimmer für mich? Fragte Urban. Ja, sicher, sagte sie. Sitzt eh niemand da. Nicht einmal der Wirt, fragte Urban überrascht. Der ist im Tal. Einkaufen, sagte sie. Und du ganz allein, fragte Urban überrascht und ehrlich, ohne jeden Hintergedanken. Hast gar keine Angst? Eine sanfte Röte schien über ihre Wangenknochen zu huschen. Jetzt habe ich ja einen starken Mann im Haus, sagte sie. Und schon fanden ihre brennenden Hände seine gleißende Brust. Du bist nicht schlecht, staunte Urban. Sie zog sich aus, nicht nur, weil ihr warm wurde. Sie war Weidmanns Heilklasse. Ihr Haar flammte auf dem weißen Tischtuch rot, wildrot. Ihr Fleisch war so fest wie Bauerngeselchtes. Die Spitzen der Zitzen waren wie einer Hirschkuh nach dem Wurf. Ihr Schamhügel war flach, verjüngte sich jäh wie die Dartinger Spitze und war beflaumt mit dem Pelz einer Kitze. Du bist mein Hirsch, sagte sie. Los, deck das kleine Reh. Der Steigerobahn wand sein Seil aus der Hose. Seine Manneskraft gebärdete sich wie ein Tiroler Schütz. Er stand seinem Mann im Anblick des Feindes. In seinem Marschbeutel pochten die bleiharten Kugeln, deren kleinen Tod schon bald dieses Reh kosten würde.
zwischen ihren Schenkeln sah er einen Gipfelsieg, den er erringen wollte. Er warf seinen Körper ins Getümmel und trieb das Reh vor sich her. Die stiegen hinauf bis in ihr Zimmer. Sie blies das Halleli auf seiner Trompete. Oban hirschte mit zünftigen Sätzen ihre Hänge empor und schwang sein Seil um ihre Gipfel. Immer weiter führte sie der gemeinsame Weg in immer größere Höhen, wo die Luft dünn war und der Atem schneller wurde vom Rauschen der Höhe, bis das Röhren des Hirschen lautstark aus den Leinenfalten scholl. Und jetzt kommt mein heimlicher Lieblingssatz, das hat. Und aus den Laken dampfte der Niederschlag ihrer Lust wie der Dunst, der im Frühtau die Berge umschlägt. Kam, wand sich Urban aus ihren Armen. Wolken zogen um die Tartiner Spitz, doch er wusste, dass es Zeit war zu gehen. Sie flog ihn an und flehte: Na, geh mit! Er nahm sie hastig in die Arme und sagte: Doch, jetzt erst recht! Und als er gegangen war, sah sie ihm nach, bis er aus ihrem Blickfeld verschwand. Ihr besorgtes Auge wanderte mit ihm den Berg hinauf, wo die Wolken sich immer enger um den Gipfel legten, wie die Schlinge um den Hals eines Verbrechers. Und plötzlich fühlte sie sich verlassen und einsam. Und sie fragte sich, ob es einstmals so sein würde, wenn kein Urban mehr käme, wenn der Berg nicht mehr ruft und wenn niemand mehr steigen würde auf ihre Tartiner Spitze.